So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einem PC Building Simulator Community Build. Und heute haben wir einen interessanten PC aus der Community, denn bei dem habe ich tatsächlich auch ein paar Verbesserungsänderungsvorschläge so ein bisschen. Und wir können ja auch leider mal wieder nicht hundertprozentig genau hier im Spiel nachbauen. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem sehr interessant. An der Stelle natürlich auch wie immer nochmal der Aufruf. Falls ihr selbst euren PC hier nachgebaut haben wollt, könnt ihr den natürlich selbst gerne über einen YouTube-Kommentar oder über meinen Discord-Server, der Link dazu ist übrigens unten in der Videobeschreibung, einreichen und dann bauen wir den hier so gut es geht nach. Außerdem findet ihr natürlich auch wie immer unten in der Videobeschreibung die Konfiguration dieses PCs, damit ihr euch das Ganze selbst nochmal, wenn ihr wollt, genauer anschauen könnt. Aber ich würde sagen, starten wir doch einfach mal, wie wir das eigentlich immer machen, erstmal bei dem Case. Das ist leider eine der Sachen, die wir so nicht hundertprozentig nachbauen können, denn das Case gibt es hier nicht so im Spiel und das findet man ehrlich gesagt momentan auch mittlerweile nicht mehr so wirklich großartig zu kaufen. Denn es ist das Kolink International Void RGB und das ist eins dieser Infinity View Cases, falls ihr die kennt. Das heißt, da hat man so eine Front wie relativ ähnlich, also um es so halbwegs zu erklären, würde ich dafür ein gewisses Case von Inwin nehmen und zwar das hier. Es hat auch so eine ähnliche Front, nur dass das mit kleineren LEDs ist und so ein Infinity View im Grunde. Das bedeutet, es sieht so aus, als würde das da in die Unendlichkeit reingehen, so langsam. Mit diesem Case hier versuche ich das hier im Spiel immer so ein bisschen zu erklären, weil wirklich Infinity View Cases gibt es hier leider nicht im Spiel. Deswegen, das ist immer so ein bisschen mein Versuch, das da immer dann zu erklären. Welches Case wir aber an der Stelle nehmen werden, ist ein ganz anderes. Denn das Case von Kolink ist an der Stelle auch eher ein Budget-Case und ich baue das an der Stelle mit dem MSI Mac Vampiric nach. Ganz einfach aus dem Grund, weil das relativ ähnlich beim Airflow aufgestellt ist und wie gesagt vom Design gibt es leider einfach kein Case im Spiel, was so hundertprozentig reinkommt. Deswegen habe ich mich eben hierfür entschieden. Wir werden allerdings auch hier einen kleinen RGB-Lüfter hinten installieren, der vergleichbar ist mit dem, der auch eben in dem Kolink Case vorhanden ist. Einfach ein relativ billiger Lüfter, ne, ist immer so eine Sache bei solchen Cases. Die sind dann jetzt auch nicht so super hochqualitativ, die Lüfter, die da verbaut sind. Da muss man oder darf man nicht allzu viel erwarten. Weiter geht's an der Stelle mit dem Mainboard. Und das ist wirklich Rock Bottom, würde ich sagen, an der Stelle. Was bei B450 Boards überhaupt möglich war, denn es ist ein MSI B450A Pro Max, also das ist wirklich so um die 60 Euro rum ungefähr angesiedelt und das ist wirklich günstiger geht es nicht, wenn man noch ein B450 Board will und jetzt nicht ein BioStar Board will. Insofern, ja, das ist halt wirklich das Minimum vom Minimum. Wir müssen das mit was Besserem nachbauen hier im Spiel, denn das A Pro Max gibt es leider nicht im Spiel. Und tatsächlich muss ich sagen, ist das Tomahawk schon mal ein gigantisches Upgrade gegenüber dem Mainboard. Das war nämlich oder ist so um die 90 bis 100 Euro Range, also durchaus ein gutes Stückchen besser. Wir haben hier auch ein richtiges I.O. Shield, viel mehr I.O. an sich, beziehungsweise auch besseres I.O., auch an sich, was Soundchip angeht und so weiter, sind wir da deutlich besser aufgestellt. Die Build-Quality an sich natürlich auch. Wir haben hier ein bisschen RGB auch gleich noch. Und es sieht auch einfach schicker aus, aber naja, ne? Ist halt ein sehr Einsteiger-Board an der Stelle. Und ich vermute, man hat es an der Stelle einfach genommen, weil ich vermute, nicht so viel in Richtung Übertakten angedacht war. Das wäre zumindest die Sache, die mir da so direkt in den Sinn kommt. Denn sonst würde ich tatsächlich eher von so einem Board abraten. Also wenn man bei einem Chipsatz wie B450 oder jetzt auch B550 oder X570 in Board sich kauft, ist es meistens jetzt nicht die allerbeste Wahl, das allergünstigste Board da zu nehmen. Wenn man da etwas holt, macht es auch keinen Sinn, sich das allerteuerste Board meistens zu nehmen, denn das hat ein echt beschissenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich tendiere da immer dazu, mir die günstigsten Boards anzugucken,
da dann so 20, 30 Euro drüber zu gehen, da dann mir die Reviews anzuschauen und nach sowas zu gehen. Damit ist man eigentlich immer ganz safe. Natürlich kommt das auch nochmal drauf an, wie teuer der Chipset an sich ist. Beim Intel momentan ist das ja relativ teuer. Da muss man dann natürlich nochmal gucken, da werden 20, 30 Euro drüber nicht reichen, weil da gibt es dann vielleicht nur ein Board oder so, ne, dass man da halt eben demnach ein bisschen teurer als das Minimum, was man für den Chipsatz nehmen kann, guckt und da dann halt sich ein bisschen Reviews durchliest. Deswegen von so einem ganz günstigen Board würde ich tatsächlich meistens abraten, außer man kriegt wirklich nichts mit etwas besseren Features noch ins Budget rein, dann kann man natürlich auch darauf setzen, aber ne, man sollte da immer bedenken, man bekommt auch nur das, wofür man bezahlt und das ist dann halt da wirklich auch das Minimum. So, weiter geht's mit dem RAM. Den habe ich tatsächlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ist an der Stelle eigentlich G-Skill Aegis und ich vermute, es ist das klassische 16 GB 3000 MHz Kit. Wir bauen das hier mit Adata XPG Flame nach, denn das gibt es tatsächlich im Spiel, aber ganz ehrlich, in der Realität sehen die beiden Kits eigentlich 1:1 gleich aus. Ganz ehrlich, auch von der Performance her sind die relativ ähnlich. Man kann sie wirklich sehr, sehr gut vergleichen. Die habe ich übrigens auch schon länger nicht mehr gesehen, aber sie waren eigentlich ganz solide für ihren Preis. Auch wenn ich sagen muss, mittlerweile bekommt man meistens so 3200 oder 3600 MHz Kits für fast den gleichen Preis. Also da würde ich tendenziell dann eher zugreifen, wenn man halt zu einer Zeit kauft, wo das andere verfügbar ist. Jetzt gehe ich aber bei dem PC davon aus, dass er schon klein wenig älter ist, also kann gut sein, dass es da jetzt nicht eine super krasse Auswahl in dem Preisbereich gab. Die CPU ist tatsächlich ein AMD Ryzen 7 3800X. Das ist auch die Sache, weswegen ich der Meinung bin, dass tatsächlich ein bisschen besseres Board durchaus drin wäre. Klar, so ein B450 Board, wenn man da jetzt von mir aus ein Ryzen 5 3600 reintut, ist es vielleicht noch okay, aber gerade wenn man auf ein Ryzen 7 upgradet, finde ich es eigentlich tendenziell besser, wenn man dann wenigstens ein gutes B450 Board oder Mittelklasse B450 Board halt nimmt. Damit fährt man schon mal deutlich besser. Meiner Meinung nach wäre das sogar eine Sache, die es mir wert wäre, ein kleines CPU-Downgrade zu machen, wenn man bei sonstigen Komponenten dann ein klein wenig mehr ausgeben kann. Dazu kommen wir gleich aber auch nochmal. Beziehungsweise machen wir es einfach direkt sofort. Denn verbaut ist hier ein 750 Watt Netzteil, das ist erstmal deutlich mehr, als man hier überhaupt braucht, von Atza. Ich weiß natürlich leider an der Stelle nicht, was für ein Netzteil von Atza, weil die stellen auch mehrere her. Allerdings kann ich von Atza nur abraten. Ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber ich checke, weil ich kann nicht jedes Netzteil selbst mal getestet und ausprobiert haben. Die Netzteile, die ihr in euren PCs habt, die ihr einreicht, auch immer mal gerne gegen solche großen, langen Listen von Netzteilen, die Leute zusammengestellt haben, die sich sehr viel mehr mit der Technik an sich in Netzteilen auskennen nach. Und Atza taucht da entweder in wirklich nur der Kategorie Low-End-Systeme auf oder in der Kategorie nicht kaufen oder sie sind nicht mal vorhanden. Und da sind wirklich schon Dutzende Marken in diesen Listen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber Atza ist dann halt wirklich eher in dem Bereich lieber nicht kaufen, egal aus welchem Grund. Und ich würde da, wenn man wenig Geld hat, wenn man wenig Budget hat für den PC, würde ich tatsächlich hier zu dem Cooler Master MWE Bronze tatsächlich tendieren, weil da weiß ich wenigstens halbwegs, dass dieses Netzteil zum Beispiel eine Qualitätskontrolle durchlaufen hat, die ganz gut ist. Man hat zwar nicht ein effizientes Netzteil, es ist jetzt auch nicht unglaublich mega günstig, aber es ist halt, ne, ich weiß, es ist ein passables Einsteiger-Netzteil, aber es wird mir nicht um die Ohren fliegen, sehr wahrscheinlich. Das weiß ich bei dem Atza-Teil halt nicht sicher, deswegen würde ich davon halt auf jeden Fall abraten, da auch bisschen mehr Geld reinstecken. Und auch wenn auf dem Netzteil, was auch immer es letztendlich für eine Effizienz hat, selbst wenn da ein 80 plus Gold Label drauf ist, bedeutet das nicht, dass das Netzteil an sich eine gute Qualität hat.
einfach lieber nicht bei Azza kaufen. Also das, also gerade bei Netzteilen. Es ist nochmal was anderes, wenn man ein Case oder sowas kauft, da kann ein Hersteller nur bedingt Sachen falsch machen. Aber das wird meistens, ich sag ganz vorsichtig, meistens nicht dazu, letztendlich nicht dafür sorgen, dass dein PC in Flammen aufgeht. Aber bei einem Netzteil kann das halt passieren und das wäre halt nicht so geil. Deswegen, davon rate ich an der Stelle auf jeden Fall ab. Jetzt haben wir die Rückseite schon zugemacht, war eigentlich unklug, denn hier muss noch was hin und zwar die SSD. Das ist in dem Fall eine 1TB Crucial SSD. Ich vermute, das ist entweder eine MX500 oder eine BX500. Ich ersetze die einfach mal an der Stelle mit der guten alten Gigabyte SSD. Mit auch einem Terabyte, ne, ist halt eine ganz normale Mittelklasse bis etwas bessere 2,5 Zoll SSDs, also SATA 2,5 Zoll SSD, ist passabel. Heutzutage kann man natürlich auch was Besseres haben, aber wenn man nur spielt und Windows nutzt, dann gibt es eigentlich keine guten Gründe, warum man jetzt unbedingt eine PCI Express SSD bräuchte. Also, ne, da ist man eigentlich total okay mit. Weiter geht's mit dem CPU-Kühler. Da nehme ich ganz gerne den Cryorik C7 RGB, um den Stockkühler von AMD zu ersetzen. Zum einen, weil der auch ein bisschen RGB hat und zum anderen, weil der auch nicht super stark ist. Allerdings muss man sagen, ist der Cryorik C7 RGB tendenziell, glaube ich, teurer, als wenn man sich jetzt, was weiß ich, auf eBay oder so einen gebrauchten AMD Stockkühler kauft. Sprich, preislich ist der natürlich nochmal ein bisschen anders, aber ne, ist halt relativ ähnlich von der Performance und so weiter. Deswegen nutze ich den da gerne als Ersatz für. Weiter geht's mit der Grafikkarte. Und das ist in diesem Rechner tatsächlich eine RX 570. Ich weiß leider nicht, was für eine. Und ich gehe davon aus, es ist hoffentlich eine 8 GB Variante. Denn das ist die einzige, die ich empfehlen kann. Ich gehe auch stark davon aus, dass es wahrscheinlich nicht eine von denen sein wird, die wir hier im Spiel haben. Denn die 8 GB Varianten, da gibt es nur MSI und Asus und tendenziell sind die eher teurer und ich vermute, dass eher eine Einsteigerkarte da drin ist, vielleicht irgendwas von Sapphire oder XFX oder sowas. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass hier eine ROG Strix Karte drin ist, aber ich lasse mich natürlich gerne im Gegenteil überzeugen, also an der Stelle ist ein Kommentar mit welche Grafikkarte genau hier verbaut ist, gerne gesehen. So, da sind wir auch schon fertig. Haben selten, dass ein PC-Bild so schnell fertig ist, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Ich habe an der Stelle übrigens auch mal gedeutet, weil nochmal in der Nachricht von der Einreichung drin steht, einen RGB-Lüfter, dass damit der gemeint ist, der beim Case dabei ist. Da wäre natürlich auch noch immer gut zu wissen, wenn da halt einer beim Case dabei ist, zählt den einfach nicht direkt so mit, sondern schreibt mir wirklich nur, dass da noch ein Lüfter drin ist, wenn damit nicht der gemeint ist, der beim Case sowieso dabei ist, weil das schaue ich sowieso nach. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass damit der vom Case gemeint ist. Es hört sich nämlich sehr danach an in der Nachricht. Jetzt wollen wir natürlich noch schauen, was wir aus diesem Rechner rausholen können. Natürlich an der Stelle wird nur bedingt viel drin sein und ich sage es auch immer wieder gerne, das, was ich hier im Spiel raushole, werdet ihr in Real Life wahrscheinlich nicht beim Übertakten rausholen und erst gar nicht auf die Art und Weise, denn das ist erstmal sehr, sehr unterschiedlich. Trotzdem machen wir es einfach, weil wir halt Lust drauf haben. Was ich übrigens auch sehr interessant in diesem Fall finde, ist, dass man auf einen RGB-Case gesetzt hat, aber die sonstige Hardware da drin, sowas wie G-Skill Aegis, hat ja keine RGB-Beleuchtung. Das Mainboard hat auch keine RGB-Beleuchtung. Insofern bin ich ein bisschen darüber verwundert, dass man an der Stelle dann einen RGB-Case genommen hat. Denn es gibt tatsächlich ganz gute Einsteiger-Cases ohne RGB-Beleuchtung, die ich tendenziell eher empfehlen würde. Also auf jeden Fall auf möglichst viel Mesh-Sachen setzen ist eigentlich immer eine gute Idee. Und es gibt tatsächlich auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es ist nicht im Spiel, ein Corsair-Case, was da tatsächlich auch relativ gut empfehlbar ist. Lass mich mal kurz schauen, ob es hier ist. Nein, leider nicht. Ich bin mir auswendig auch nicht genau sicher, wie es heißt, aber es gibt einen Corsair-Case um die 60 Euro rum, auch mit ein paar vorinstallierten Corsair-Lüftern, was ein bisschen Mesh-Frontpanel hat. Ist jetzt nicht die beste
der beste Airflow, den das Case jetzt bietet, aber es ist auf jeden Fall in der Preisklasse relativ gut dabei. Und die meisten anderen Sachen, die man da sonst sieht, sind halt qualitativ meistens dann eher nicht so geil. Deswegen, ne, da kann man auf jeden Fall Ausschau nachhalten. Wir wollen jetzt aber mal gucken, was wir hier so rausholen können. Wie gesagt, ich vermute, da ist eigentlich das 3000er-Kit drin, aber wir gucken mal, dass wir hier 3200 rausgeholt bekommen. Das müsste eigentlich auf jeden Fall drin sein. Hier bei der CPU wird nicht super viel möglich sein, aber... Ja, nee, ich glaube nicht, dass das drin ist. Probieren wir erstmal so. Das könnte vielleicht noch klappen, aber alles darüber hinaus, vermute ich, wird eher tendenziell nichts werden. Ja, sind wir jetzt schon bei 55 Idle oder 54 Idle. Das wird sonst kritisch. So, hier gucken wir, dass wir erstmal ein klein wenig Takt hier raufhauen und dann gehen wir natürlich vor allem über den Kerntakt. Da sind wir jetzt auch schon bei 90 Grad, wie ich sehe, bei der CPU, da ist nicht mehr drin. Bei der Grafikkarte gehe ich davon aus, dass da noch ein bisschen was zu machen ist, auch wenn ich, ne, dabei bleibe. Die Karte hier ist wahrscheinlich ein bisschen overspeckt. Ich vermute jetzt nicht, dass da eher eine dieser High-End 75er drin ist, wie es hier in dem Fall halt, ja, der Fall ist. Ja, ein klein wenig vielleicht noch. Ja, schade. Das war nicht mehr drin. Aber war ein Versuch wert. So, gehen wir hier hin und lassen dann mal 3D-Mark durchlaufen. Und währenddessen würde ich tatsächlich einfach mal gerne noch zusammenfassen, was wir aus dem PC gelernt haben. Also, zum einen Netzteil immer gucken, dass es solide ist. Auch da sollte man eigentlich nie sparen. Ich weiß, das sagt man gerne über eigentlich jede Komponente in dem PC. Und ehrlich gesagt hat man auch recht, weil alles ist wichtig. Aber die meisten Sachen sind tendenziell eher nicht in der Lage oder super unwahrscheinlich in Feuer zu starten oder, wenn sie kaputt gehen, andere Hardware mitzunehmen. Beim Netzteil ist die Wahrscheinlichkeit aber halt am allerhöchsten. Deswegen da auf jeden Fall gucken, dass man wenigstens was hat, was einem nicht um die Ohren fliegen sollte. Die Effizienz ist dann nochmal so eine Sache, da muss jeder für sich wissen, wie viel man da dann letztendlich für ausgeben will bei einem Netzteil, aber es sollte halt grundsolide sein. Das ist super, super wichtig. Sonst würde ich sagen, beim Mainboard auch auf jeden Fall, gerade wenn man hier ein Ryzen 7 nimmt, eher ein bisschen was Besseres als das Minimum nehmen. Beim RAM kann man natürlich sagen, für AMD Ryzen wäre natürlich auch was besser mit mehr als 3000 MHz. 3600 ist da ja eher so der Sweet Spot. Aber G-Skill AE, das kann ich verstehen, der ist halt super populär gewesen, vor allem eine sehr, sehr lange Zeit hier bei uns in Deutschland. In den USA tatsächlich eher Corsair Vengeance, aber... Doch, Corsair Vengeance müsste es gewesen sein. Aber bei uns tatsächlich sehr, sehr viel G-Skill Aegis. Kann ich nachvollziehen, wieso man den sich holt, aber tendenziell auch da eher ein bisschen mehr investieren. CPU-Kühler ist auch eher grenzwertig. Solange man nicht übertakten will, ist er noch gerade so okay. Aber auch da würde ich auf jeden Fall mir Sorgen machen. Gerade wenn da sich auf Dauer Staub im PC sammelt, kann es durchaus nochmal 5 Grad oder so locker wärmer werden. Und dann wird der halt sehr, sehr laut auf Dauer, dieser CPU-Kühler. Weil für einen Ryzen 7 ist der halt eigentlich tendenziell eher nicht gedacht. Also da ist auch ein bisschen mehr Power gern gesehen. Sonst kann ich relativ wenig dazu sagen. Die SSD, eine Crucial MX oder BX500 ist total okay. Die ist super top. Kann ich nichts gegen sagen. Wir sehen hier allerdings, dass von Balancing zwischen CPU und GPU das momentan ein bisschen schwierig ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die 570 aus dem alten Rechner vielleicht mitgekommen ist in den neuen, weil man eben keine neue Grafikkarte kaufen konnte, weil die Preise einfach so abnormal hoch sind. Das kann ich nachvollziehen, aber das ist halt auf jeden Fall eine der Sachen, wo man als allererstes upgraden sollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier an der Stelle gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Sonst natürlich nicht vergessen, eigene PCs einzureichen, ein Abo dazulassen, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zurück
hier bei PC Building Simulator. Ciao.